So, da sind wir wieder zu Oblivion. Ich bin noch immer auf dem Weg hier zur Venom Priorei und ich werde auch schon dahin gehen. Aber erstmal sammle ich hier die Pflanzen ein. So, das war's. Jetzt laufe ich erstmal den Weg und lasse erstmal die Pflanzen am Rand, weil ich will ja auch ein bisschen weiterkommen. Und nicht nur hier die ganze Zeit laufen. Aber das gucke ich noch. Das nehme ich jetzt nur mit. So, na komm, die lasse ich jetzt einfach, die Pflanzen. Ne, doch nicht. Ich nehme die jetzt mit. War ich nicht hier schon mal? Nö. Dann sieht es genauso aus. Das sah so aus, als ob ich hier schon mal war. Oh, ein Haus. Ich muss mal eben tusten. Entschuldigung. So. So, ich musste da gerade husten. Das Haus gucke ich mir später an. Erstmal gehe ich jetzt. Da steht Odil Bauernhof, war da. Erstmal gehe ich jetzt zur Venom Priorei. Und da sehe ich schon Kirche. Kirche. Grad ruckelt es, baut noch auf eben das Spiel. Lanze einmal so. Das müsste die Venom Priorei sein. Ja, das ist er auch. Sehr schön. Da bin ich also angekommen. Endlich. Nach einer Folge langen Laufens in der Priorei. Und hier stehen Pilze. Die sammle ich mir ein. Ich habe die Venom Priorei erreicht. Und jetzt muss ich Joffrey das Amulett der Könige zu Joffrey bringen. Das ist wahrscheinlich nicht Joffrey. Nein, das ist Ich bin hier der Schäfer. Eronor ist mein Name. Und dies ist die Venom Priorei. Die Graue Stute ist eine ganz Graue gute Stark. Herberge, vor allem wenn euch die Septimen ausgehen. Wenn er nicht gerade schläft oder isst, wird er sich wahrscheinlich mit seinen Büchern beschäftigen. Drüben, im Haus der Priorei. Gut. Seht euch vor. Joffrey ist hier drin. Ja? Er ist oben. Geht nur. Geht nur. Dankeschön. Kleines Haus. Und da sitzt der Alte. Ich bin Bruder Joffrey. Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Bring euch das Amulett der Das Königin. Ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Zeigt es mir. Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Das stellt ihr Fragen. Wie habt ihr das bekommen? Muss ich jetzt ehrlich Was mal sagen, wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Sagt die letzten Worte des Kaisers. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Wer ist der Prinz der Zerstörung? Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon. Einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Wie kann Oblivion denn dann... Wie kann Oblivion denn dann eine... Ich bin mir nicht sicher... Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Also das sind sehr lange Dialoge immer, glaube ich. Sehr alt. Die heilige ich will jetzt auch nicht unterbrechen. Ich will das von den Göttern bekommen. Durchmachen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt. Da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Der Kaiser bat mich, seinen Sohn... Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen.
Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser geborene Sohn der Erbe des Reptilienthrones ist. Oder wieder mal eine Folge, wo nur geredet wird. Wo kann ich Uriel? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Dankeschön. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich werde dahin gehen. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. So, liefert das Amulett ab. Questerfolg. Amulett der Königin. Am sichersten ist es hier bei mir. Sobald ihr mit Martin zurückkehrt, werden wir unseren nächsten Zug überlegen. Aurus? Ach komm, dann mach ich einfach mal Unterstützung. Ich bewahre hier in meiner Ruhe einige Dinge auf, um durchreisende Agenten der Klingen auszurüsten. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt. So. Stahlpfeile, also nehmen wir mal alles mit. Nee, jetzt nicht. Ich speichere mal und gehe dann auch schon wieder raus. Muss jetzt gucken. Okay, welchen Weg gehe ich denn dann? Nö, dann also da lang. Und wieder den Weg zurück hier. Das nehme ich mal alles nochmal mit. Nur das kann wieder ein langer Weg werden, deshalb glaube ich, ist es nicht so spannend hier. Ich laufe einfach. Oder wir gehen einmal in die Hütte da rein. Ich glaube, das mache ich jetzt auch eben. Ja, ein Feld. Und ich müsste mal... Nein, nicht springen. Springen müsste ich nicht. So, mal gucken, ob ich da rein kann. Vielleicht ist es ja auch verschlossen, die Tür. Durchschnittlich, ja, die will ich jetzt nicht aufbrechen. Das Feld lasse ich jetzt auch in Ruhe. Ja, was ist das denn? Schon wieder eine Wache. Ich denke immer, was sind das denn für Leute da? Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und die hat ein Pferd, die Wache. Ich habe kein Pferd. Ich will ein Pferd haben. Ich höre euch zu, Bürger. Ja. Auf dem richtigen Weg, ich muss dann hier runter durchs Ringrad, heißt das? Ringrad. Und dann muss ich daher und daher und daher und ich werde bestimmt viele Feinde nachher noch treffen. Deshalb hoffe ich mal, dass es noch ein bisschen spannend wird und ich habe jetzt keine Pflanzen mitgenommen. Ach, die habe ich schon. Und schon wieder bin ich hier. Habe ich ja noch. So, das war die Festung Asch oder Esch oder Asch. Asch, Esch. Asch, Asch, Esch. So. Passieren tut ja hier nichts. Scheinbar. Alles sehr friedlich. Eure Athletikfertigkeit verbessert. Und da hinten ist die Kaiserstadt, daher kommen wir ja, deshalb wir gehen eigentlich jetzt den gleichen Weg wieder zurück. Was mich sehr aufregt. Ich will ein Pferd haben.
und da liegt unser Steinmensch. Er hat auf den Stein gelegt. Doch dann kam der Held. Warf ihn vom Stein. Nicht? Und du hast dich mit mir angelegt. Und muss ich dann eigentlich, glaube ich, nach rechts dann, also zu der Brücke. Erstmal laufe ich. Oh, so eine Ruine. Ach, das wird wieder ein langer Weg hier jetzt. Mal gucken. Ach, das ist ein Pferd. Ich habe gedacht, da läuft jetzt ein Pferd rum, was ich mir nehmen kann, aber das ist leider nicht so. Ich muss jetzt dahin. Und es wird Nacht. Sieht man, da ist... Ist das die Sonne? Ne, da ist die Sonne. Es wird Nacht. Und was ist das für ein Punkt? Wo habe ich jetzt Hallo? Egal. So. Mal gucken. Ich muss... Quatsch, da muss ich hin. Also hier entlang. Gleich wird es Nacht, dann setze ich nachher mal eine Fackel in meine Hand. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt im Moment geht es ja noch sehr gut. Und der Himmel sieht cool aus jetzt hier. Also da. Sieht geil aus. Sonne scheint schön ins Auge. Das sieht cool aus. Das ist ja geil. Da gehe ich auch irgendwann mal hin. Vielleicht muss ich ja da auch während einer Quest hin oder so, keine Ahnung. Aber erstmal laufe ich den Weg zu Quatsch. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas in der Nähe. Eine Nebenquest oder irgendwas, was ich da machen kann. Aber im Moment ist alles sehr friedlich. Das irgendwie wundert mich, dieses Friedliche ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Creeper. Nein. Das ist ja nur bei. Das ist ja nur bei Minecraft. So. Imperial City. Wir sind Quatsch nach da oben. Durch den Wald laufen nachts. Rotkäppchen. Komm. Achso, ich muss mein Schild erst abtun. Oh, so ein bisschen Licht spendete schon, ne? Ah. Das ist jetzt mein tödlicher Feind. Komm her. Okay. Das war's. Es ist noch nicht ganz Nacht. Aber ich habe trotzdem schon mal die Fackel in der Hand. Der rennt aber auch einfach so mit der Fackel in der Hand. Naja. Da ist noch eine Pflanze. Pflanze. Pilze. Kann ich alles für die Alchemie gebrauchen. So. Die Musik ist so beruhigend. Sehr friedlich alles. Ist auch ein paar Wölfe jetzt, also diesen einen Wolf da, aber sonst ist eigentlich alles richtig okay. Da ist ein kleiner Teich oder irgendwas, oder? Ah ne, das ist nur... Oh, schön. Blümchen. Blaue Blumen. Und Pilz. Ihr findet nichts Nützliches? Toll. Sag mir das mal vorher, dann nehme ich den Scheiß nicht.